Okay, Leute, es geht weiter. Er kann wahrscheinlich nicht mehr kämpfen. Verschwinde von der Erde und nimm ihn mit. Guter Killing Guan an. Wieso kann er eigentlich noch stehen? Sein Rücken wurde doch gebrochen. Wie geht er? Hilf mir! Na klar doch! Na klar! Wie geht das ja, so ein netter Mensch? Guck, wie er grinst. Guck, wie er grinst. Er ist das Gute in Person. Ja, danke, Vegeta. Na klar. Du brauchst mir nicht zu danken. Bams. Ha? Warum? Vegeta, Vegeta. Ich kann keinen nutzlosen Saiyajin gebrauchen. Stirb! Sag ich ja, das Gute in Person. Was für ein Monster. Was für ein Monster. Vegeta. Das sieht doch geil aus. Er wurde einfach so zerquetscht. Einfach so. Ohne Gnade zerquetscht. Kämpfe bis zur Unendlichkeit. Explosive Kräfte entfesselt. Jetzt kommt gleich der Moment, wo ich mit euch was besprechen muss. So ein Monster. Er hat seinen Verbündeten getötet. Geht sofort zurück zum Kamehaus. Ihr zwei. Hä? Du hast recht. Son Gohan, du hast ihn gehört. Verschwinden wir. Hä, aber... Der Taijin ist zu stark für uns. Wir können hier nichts tun. Wir wären Son Goku nur im Weg. Tut mir leid, er ist viel stärker, als ich dachte. Okay, ich verstehe das. Ach ja, Son Goku, könnt ihr dir vielleicht ein bisschen weiter wegkämpfen? Was? Wir wollen doch nicht, dass alle hier in die Luft gejagt werden, bevor sie zurückwünschen. Wie dann zurückwünschen? Piccolo und Gott sind tot. Die Dragon Balls sind für immer verloren. Wir können sie nicht mehr zurückholen. Krillin, denkst du vielleicht... Was ist? Ich erkläre es dir später. Vorausgesetzt, du besiegst ihn. Ja, vorausgesetzt. Ich muss ihn besiegen, egal wie. Okay, egal wie. Aber erst gehen wir raus. Ab hier kommt ein Moment, wo man was machen kann. Hey, ich bin es. Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr kommt klar. Na klar, ein paar sind gestorben, aber ihr kommt klar, ja. Hört mal, ich glaube, Popo möchte ein Wörtchen mit euch reden. Popo wollen wir ein bisschen reden. Besucht ihn doch mal, okay? Wir sehen uns später. Popo? Was kann er da nur wollen? Ah, na gut, dann schaue ich mal bei ihm vorbei. Okay. Jetzt erzählt uns Popo was ganz Interessantes. Hallo, schön euch alle zu sehen. Egal, Leute sind gestorben, aber keiner interessiert sich dafür. Popo, es tut mir leid, dass ich Piccolo nicht retten konnte. Oh. Oh. Ich weiß. Dass wir Gott verloren haben, ist Schicksal. Das wusste Gott selbst am besten. Er ist Gott. Doch Gutes war in Piccolos Herzen gewachsen. Gott war zufrieden. Das stimmt. Man hat die Tränen gesehen. Piccolo war so ein guter Mensch. Ach, ich muss gleich Facebook ausmachen. Dann schreibt mich gleich jemand an und dann... Natürlich sehen wir das. Gottes Wort. Bist du nicht traurig, Popo? Na klar doch. Ich habe viel von Gott gelernt. Okay, nach dem kurzen Cut hier. Gott würde nicht wollen, dass ich trauere. Auch ihr solltet nach vorne blicken. Das ist eine gute Weisheit, Popo. Mit dem Popo-Gesicht. Popo. Popo. Von den roten Lippen. Jedenfalls habe ich euch aus gutem Grund her bestellt. Warum denn? Ach ja, was ist denn Popo? Ich habe Kaka gefunden. Die Dragon Balls verschwanden mit Gott. Doch ich sah immer zu, wenn er sie erschuf. Ich habe versucht, ihn zu imitieren und eigene zu erschaffen. Aber sie sind nicht so gut wie die von Gott. Der Wunsch, der gewährt wird, ist begrenzt. Aha. Heißt das, es gibt neue Dragon Balls? Ja, Leute, neue Dragon Balls. Sie sind anders als die von Gott. Es sind eigentlich keine richtigen Dragon Balls. Nur gefakte Dragon Balls, aber sie können nützlich sein. Wirklich? Das ist toll, Popo. Finde ich auch, Popo. Das Drachenradar sollte anzeigen, wo sie sind. Geh sie suchen, sie sollten nützlich sein. Jetzt geht's los. Ist gut, gehen wir. Danke, Popo. No problemo, Popo. Eins noch. Was denn? Urenai Baiba sagte, dass sie dich sehen will. Urenai Baiba, wieso? Wieso? Ich weiß es nicht. Geh zu ihr, wenn du es wissen willst. Wo ist jetzt Popo?
Bestimmt in sein Zimmer. Bobo ist da alleine. Ach so, er macht jetzt die Funktion von Gott. Na, also wie schon gesagt, ihr kriegt diese Schuhe, wo ihr fünfmal so schnell laufen könnt. Ich sag mal, das bringt mir nichts, aber naja. Gewöhnungssache, also jeder kann selbst entscheiden, ob er diese Schuhe holen will. Ich wänke ich da rein. Okay, das haben wir jetzt geklärt. Es gibt jetzt nur eine Sache, die wir machen können. Bevor ich anfange zu trainieren, richtig trainieren. Das werdet mir nicht glauben, was ich mit den... Ich habe schon gegen die Endgegner gekämpft und ich besiege ihn jetzt schon, ohne irgendwie zu schwitzen, ohne irgendwas zu machen. Einfach nur mit ein paar Attacken ist er schon sofort tot. Also, den Gegner habe ich schon längst in kurzer Zeit fertig. Also, jetzt brauchen wir doch die Z-Memos. Ich weiß, wo die sind. Ich habe schon nachgeguckt. Also, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, um zu sehen, wo ich hingehen muss. Erstmal zu Uranai Baba. Und hier zeigen sie die Dragonbots an. Also, die sind hier. Die sind hier alle versteckt. Die Orte zeige ich euch nicht, weil ihr wisst ja, wo die sind. Also, die sind immer am Endboss. Oder am Ende, wo der Endboss war. Ihr müsst ihr einfach hingehen und einfach gucken. Ich kann die Toten zurück. Kurz euch aus dem Jenseits zurückholen. Wen möchtest du wiederbeleben? Piccolo. Ah ja, Piccolo. Nun gut. Ohne mich seid ihr hilflos. Ich schätze, ich kann euch allen weiterhelfen. Okay, jetzt können auch die anderen holen. Wir haben Schuhe. Wir haben schon. Nun gut. Ja. Jetzt können ihr alle wiederbeleben, außer Shaozu. Ich weiß nicht wieso. Ha, ha, ha. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Und der letzte im Bunde, Tenshinhan. Danke, Mann. Zeit hat etwas Staub aufzuwirbeln, okay. Warte mal, ich gehe mal kurz hoch und rede mal mit den Grünen. Vielleicht hat er wieder Geld für mich oder ein Z-Memo. Oh, verdammter Wichser. Aber mit ihm können wir was machen. Ja, wir wollen jetzt ins Jenseits. Also jetzt ab sofort können wir ins Jenseits. Gibst du ein Z-Memo? Ja, okay, er hat uns Z-Memo gegeben. Das wusste ich nicht. Gut so. Gut so, jetzt haben wir... Jetzt finden uns noch drei... Ich weiß, wo die anderen zwei sind, also kein Problem. Warte, können wir hier? Ach, leck mich, ich will nicht da hoch. Ich will das untersuchen, aber egal. Wir könnten auch in das Schloss der Schlangenprinzessin, aber ich will da nicht hin. Da muss man sowieso kämpfen. Oder ich weiß nicht, warte. Nein. Warte, mit wem musste ich reden? Achso, mit denen hier gibt man, also von ihnen kriegt man eine Z-Memo. Erdbebenstrahl. Habe ich noch nicht gezeigt, oder? Wo ist Bubbles? Bubbles Kuhn? Bubbles, gib mir. Geisterstunde erlangt. Geisterstunde ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das einfach mal gefunden. Geisterstunde, das ist ganz unten, das macht irgendwie, das ist für Son Goku das Item, also dieses Ausrüstungsding, was er nur ansetzen kann, teilt den Geist auf alle, um Geisterbälle zu machen, okay, kann nur von Son Goku benutzt werden, ich weiß nicht was das ist, teilt den Geist auf alle auf, um Geisterbälle zu machen. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht weiß einer meiner Zuschauer das. Aber man kriegt das hier. Ach, da habe ich nichts mehr bekommen von dem. Ach so, dann habe ich nur... Okay, dann waren das die zwei, die ich irgendwie entdeckt habe. Okay. War das wirklich alle? Okay, dann zurück ins Jenseits, also dahin. Prinzessin-Villa, gucken wir uns mal das kurz an. Ich will nicht da, keinen Bock. Ich glaube, da findet ihr eine Z-Memo, aber mir ist das jetzt scheißegal. Ich habe jetzt... Muss ich jetzt extra hier hin? Ach, Geist, rede mit mir. Also Z-Memos habe ich. Der letzte Kampf geht zu Gisatsu. Das ist eine harte Schlacht. Okay.
Aber ich gehe, bevor ich dahin gehe, mache ich noch sowieso was anderes. Ihr wisst ja, was ich machen will. Okay, weiter geht's. Kleine Unterbrechung gehabt. Uns fehlt jetzt nur Dämonenfusionswelle einmal und Dämonenwolfkranich. Das ist alles, was uns fehlt. Bevor wir alle Zitmimus haben, aber ich weiß nicht, wo zum Geil das ist. Also. Ja, ist klar. Also die Dragon Balls werde ich alle suchen und danach alle reinschneiden für euch. Weil ich will euch nicht die ganze Zeit dann zeigen, den gleichen Weg, also das ist immer der gleiche Weg. Ihr findet immer sowieso den gleichen Weg zurück. Und einfach, ich will euch einfach nicht die gleiche Level nochmal antun. Das kann man öfters machen. Und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die ganzen Dragon Balls habe. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. Und ich habe jetzt gleich alle Dragon Balls, 5 Sterne Dragon Ball. Alle Dragon Balls sind gesammelt. Okay, jetzt haben wir einen Shenlong, der immer noch so aussieht wie die früher. Ich gewähre dir einen einzelnen Wunsch. Was wünschst du dir? Viele Erfahrungspunkte, tonnenweise FP, mach mich steinreich. Einen echt umwerfenden Gegenstand, damit können wir, also es ist so ein Anzug, damit ihr rumgeht und ihr kriegt für jeden Schritt, also jeden Gang, also jedes Mal für jeden Schritt einen Erfahrungspunkt. Und Kampf gegen die ultimativen Gegner, den mache ich zuletzt. Ich will erstmal tonnenweise FP haben. Nun gut, ich gewähre dir die Macht. Deine Fähigkeiten zu verbessern. FP halten. Dein Wunsch sei dir gewährt. Lebe wohl. Okay, jetzt haben wir das gemacht. Und ich habe noch was anderes gemacht. Wo ist das? Wo ist das? Das hier. Pools Geldbeutel habe ich geholt. Ihr müsst, nachdem Yamshu also wiederbelebt wurde, zu seinem Verstecken mit Pool reden, dann kriegt ihr das da, erhöht die Chance auf gefallene, gelassene, seltene Objekte, so. Aber wo ist dieses FP, was ich von dem bekommen habe? Oder haben das jetzt alle Charaktere? What the fuck? Okay. Dankeschön, Shenlong. Ich beruf dich öfters jetzt auf. Und beide Teiligen hoch. Du Scheiße, Mann. Ich glaube, ich rufe ihn jetzt öfters, damit ich alle FP dann habe. Oder darf ich das nur einmal machen? Ich guck mal gleich nach. Alle Fähigkeiten hoch. Angriff hoch. Ey, Jackpot, Mann. Einfach Jackpot. Genauigkeit hoch. Ey, das geht doch ab heute. Okay, er hat schon voll. Dann machen wir bei ihm mal alles hier voll. Ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt. Maximal. Maximal. Ey, ich fick den Endboss. Nein, den Secret Boss eher. Okay, dann Piccolo. Ach so, bei ihm sind noch. Ey, er hat jetzt auch alles voll. Also, ich mache das jetzt normal, so lange, bis ich alle FP habe. Lass mich Ruhe, Schildkröte. Und jetzt kann ich wieder die Dragon Balls suchen und damit wir wieder Shenlong rufen können. Und ich hoffe mal, wenn das noch, ich suche die Dragon Balls. Aber wenn das nicht funktioniert, also wenn das nur einmal den Wunsch erholen kann, dann schneide ich es einfach rein und dann hole ich einen anderen Wunsch. Aber bis dahin trainiere ich jetzt richtig viel und dann sehen wir uns beim Secret Boss. Tschüss!